Boss Nummer 1 in Paris. Davon. Und die musst du für mich ausschalten. Alles klar. Jetzt werden Muskeln benötigt. Murray, du bist der Einzige, der das schaffen kann. Stampfe, um Dinge aufzuheben und wirf sie dann gegen die Alarmsirenen. Viel Glück, Kumpel. Du wirst es brauchen. Fühlt meinen Zorn, Bösewichte. Let's go.
Schalter, um vorbeizukommen, musst du ihn sprengen. Drücke zum Werfen einer Bombe die Dreiecktaste und dann verzieh dich, bevor sie hochgeht. Mir geht es gut. Ich muss sämtliche Säulen sprengen, die diese Disco-Kugel halten, dann komme ich hier raus. Was hat die Disco-Kugel damit zu tun? Ihr Aufprall wird das Pfauenschild des Nachtclubs aus der Verankerung lösen. Ich kann jetzt nicht reden. Ich muss los. Pass auf dich auf. Okay, die Dominosteine sind alle platziert. Zeit, den großen Coup zu starten. Zuerst hilft mir Murray, in den alten Wasserturm einzubrechen. Von dort aus müsste ich den Brunnen auf dem Platz ausschalten können. Dimitri schickt sicher jemanden, um den Reparatur-LKW zu holen. Sly, sobald er kommt, stiehlst du dem Typen den LKW-Schlüssel und übergibst ihn auf dem Platz mir und Murray. Wir klauen den LKW, während du auf das Pfauenschild des Nachtclubs kletterst. Sobald du in Position bist, schießt Murray die Winde rauf zu dir und damit ziehen wir das Schild runter. Wenn meine Berechnungen stimmen, müsste der Aufprall einen Durchgang in den Raum mit der Druckerpresse freilegen. Dann springst du rein, Sly, schnappst dir Clockwerks Schwanzfedern und wir verschwinden hier.